Als allererstes kochen wir den Reis nach Packungsanleitung. Den kochen wir grundsätzlich nicht mit Wasser, sondern immer mit Gemüsebrühe, damit er einfach von sich aus schon mal ein bisschen würziger ist. Als nächstes schneiden wir einen Block Räuchertofu klein. Den könnt ihr einfach genau so anmachen, wie ihr ihn am liebsten mögt. Wir lieben, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ja total den Faken-Style. Ich verlinke euch das entsprechende Video mit dem Rezept hier oben nochmal auf dem i. Das lohnt sich so oder so anzuschauen, weil es einfach so lecker ist und zu jedem Gericht gut passt. Ihr könnt aber natürlich auch frei sein und irgendeine andere Marinade für euren Räuchertofu verwenden. Wie in fast jedem guten Gericht gehören auch in unsere veganen Burritos gebratene Zwiebeln. Dafür hacken wir 1 bis 2 Zwiebeln klein und geben diese anschließend in eine Pfanne mit heißem Öl oder Wasser und lassen das Ganze braten. Wo Zwiebeln sind, darf natürlich auch Knoblauch nicht fehlen. Deswegen hacken wir jetzt noch 1 bis 3 Knoblauchzehen klein und geben diese zu den Zwiebeln in die Pfanne, damit diese mit anbraten können. Ich mache meistens auch den Faken mit in der gleichen Pfanne. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr erst den Räuchertofu hinzugebt, dann die Zwiebeln und dann den Knoblauch, weil der Räuchertofu einfach länger braucht als die anderen Zutaten. Jetzt geben wir noch ein bisschen eingelegtes Gemüse hinzu. Das hier sind zum Beispiel Grillpaprika. Die bekommt man häufig da, wo auch getrocknete Tomaten sind, in so einem Glas, einfach eingelegt in etwas Öl. Und wenn man einmal schon da ist, kann man auch direkt die getrockneten Tomaten mitnehmen und hier für das Gericht verwenden. Neben dem getrockneten Gemüse fügen wir gerne auch noch etwas frisches Gemüse hinzu, hier zum Beispiel frische Tomaten, die wir klein schneiden und auch in die Masse hinzugeben. Ganz wichtig für Proteine und für die Gesundheit und für den Geschmack sind natürlich auch Bohnen. Da könnt ihr einfach welche eurer Wahl nehmen. Wir lieben zum Beispiel Kidneybohnen und schwarze Bohnen. Das Ganze muss natürlich jetzt umgerührt werden. Das macht bei uns immer der Sven. Und anschließend fügen wir noch ein bisschen Eiwa hinzu. Eiwa ist quasi so eine Gemüsepaste, die aus vor allem Paprika besteht. Und das findet man auch in vielen verschiedenen Supermärkten. Wir holen unseres meistens bei Real oder Kaufland. Natürlich müssen wir die ganze Masse auch würzen. Wir haben hier Hefeflocken genommen und ein paar italienische Kräuter, aber auch da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr möchtet. Hefeflocken geben dem Ganzen einen etwas würzigeren, käsigeren Geschmack und italienische Kräuter passen meiner Meinung nach sowieso eigentlich fast immer. Und dann geht es auch schon daran, die Burritos und die Wraps fertig zu machen. Dafür nehmt ihr einfach einen Wrap und da packen wir gerne so ein bisschen Guacamole drauf. Die könnt ihr entweder selber machen oder eben auch fertig kaufen. Oder ihr lasst sie einfach weg, wenn ihr sie nicht bekommt. Und darauf packen wir dann eben die Masse, die wir gerade zubereitet haben. Pass auf, dass ihr es nicht zu voll macht, denn sonst könnt ihr den Wrap nicht mehr zumachen. Und hier zeigen wir euch auch nochmal unsere liebste Falltechnik. Und zwar machen wir das von allen Seiten, oben, unten, rechts und links. Halten wir das zu wie so ein kleines Paket und legen den Burrito dann mit der Nahtseite nach unten in die Pfanne, damit die Nahtseite eben beim Braten zuspeist und der Wrap nicht mehr aufgeht. Dann natürlich einmal wenden, damit es von beiden Seiten braun ist und dann könnt ihr es auch schon runternehmen.